Ja, herzlich willkommen bei Ubi Testet. Heute mal das Review zu einem Fahrzeug, was es so gerade erst auf den Markt gekommen ist, aber aktuell auch schon nicht mehr bestellbar ist, aufgrund der neuen Abgaszulassungsvorschriften. Da haben wir jetzt hier das neue Mini John Cooper Works Cabrio in der Facelift-Variante. Das Facelift ist eigentlich sehr, sehr schön zu erkennen an den neuen hier verbauten optionalen Voll-LED-Scheinwerfern in adaptiver Ausführung. Das Fahrzeug steht hier auf optionalen 18 Zoll Rädern. Die Rückansicht, wenn wir uns die mal genauer anschauen, sehen wir jetzt hier tatsächlich auch schon die neuen Voll-LED-Rückleuchten im Union Jack-Design, die hier verbaut sind. Hier hinter der Klappe der Kofferraum. Naja, da wird es schon schwierig, selbst einen Kasten Bier reinzubekommen. Dazu gibt es zwar eine Ladehilfe, wenn es verdeckt zu ist, aber nichtsdestotrotz, das bringt uns nicht wirklich weiter. Schauen wir uns den Innenraum kurz an. So. Zündung machen wir jetzt mal an. Hoppala, da geht es nochmal aus. Zündung an. Wunderbar. Was sehen wir denn hier so alles Schönes? Das hier ist übrigens das neue Navigationssystem Professional, was es optional gibt. Sehr zu empfehlen, ganz frisch, auch jetzt mit Touchscreen-Bedienung. Ansonsten hat sich nicht viel verändert. Die Grafik wurde leicht modifiziert. Ist immer noch relativ pixelig teilweise, aber nichtsdestotrotz. Hier haben wir den Mode-Schalter, wo wir zwischen Green, also besonders ökologisch mit Segelfunktion der 8-Gang-Automatik hier, oder im Mid, darin startet er immer, das ist der normale Modus. Und dann haben wir noch den Sportmodus, der bei adaptiven Dämpfern, die hier nicht verbaut sind, das Ganze auch nochmal strafft. So, jetzt würde ich aber auch fast sagen, wir legen langsam los. Wir fahren ein wenig und schauen uns das Ganze an. Dann natürlich jetzt den Gurt an, das ist ganz klar. So, starten wir mal den Motor. Schön sonor, klingt gut, macht Spaß, das ist auf alle Fälle schon mal was. Ja, unter der Haube übrigens ein 2 Liter Vierzylinder von BMW, befeuert von einem Turbolader oder zwei Turboladern, pardon, Twin Turbo sind das, mit 231 PS und 320 Newtonmeter. Leider kann man die hundertprozentigen Fahrleistungen oder die genauen Fahrleistungen, die das Werk vorgibt, aktuell nicht mehr einsehen, aufgrund der Produktionseinstellung. Nichtsdestotrotz, mal im Groben, in knapp über 6 Sekunden geht es auf 100 und rund 240 km/h schafft das Mini John Cooper Works Cabrio in der Spitze. Der Motor macht einen guten Eindruck, wirkt
allerdings obenrum dann doch ein bisschen zugeschnürt, beziehungsweise will er da oben nicht mehr so recht viel Leistung abgeben. Ja, man hört ihn schön rotzen, das auf alle Fälle, das macht er echt gut. Der Motor hängt sehr gut bissig am Gas. Das Fahrwerk ist mini-typisch sehr straff abgestimmt mit 18 Zoll Rädern und Runflat natürlich jetzt nicht unbedingt ein Komfort-Junkie. Was ein bisschen schade ist und typisch beim Mini Cabrio, es gibt immer wieder irgendwelche Verwindungsgeräusche, Knackgeräusche von diesen Hartplastik-Kunststoffen hier. Das passt einfach nicht zu dem Auto, vor allem nicht zu diesem Preis. Beim Verbrauch, da sind wir schon bei den Kosten des Ganzen. Ja, ich persönlich habe mit viel Spaß und auch einen normalen Alltagseinsatz bin ich auf 7 Liter Kraftstoffverbrauch gekommen im Drittelmix. Wer es natürlich krachen lässt, der kann Verbräuche jenseits der 10 Liter durchaus realisieren. Wenn jenseits von Gut und Böse ebenfalls die Preispolitik, die Mini hier aufruft, das Mini Cabrio, John Cooper Works Cabrio mit den paar Extras, die hier verbaut sind, liegt dann tatsächlich schon bei gut 44.000 Euro.